Liebe Freunde des Zoomens, nachdem ich 2 Wochen in Urlaub geweilt habe, geht es nun weiter mit einem Video mit Tipps und Tricks zu Zoom. Und zwar geht es um eine Frage, die ihr mir mehrfach in den Kommentaren gestellt habt, nämlich kann man Breakout Rooms auch schon vor dem Beginn eines Meetings planen? Die Antwort auf diese Frage seht ihr jetzt gleich. Und zwar hat mir unter anderem Ruben diese Frage gestellt, hier in den Kommentaren, kann ich Breakout-Räume vor dem Sitzungsbeginn konfigurieren? Ganz knackig zusammengefasst. Zunächst dazu einmal die gute Nachricht, ja, es ist möglich, die Breakout-Rooms auch schon vor dem Beginn des eigentlichen Meetings zu konfigurieren. Und jetzt kommt das Aber. Das Aber kommt in der Gestalt, dass es zwar einen Weg gibt, der sehr einfach ist, aber wahrscheinlich auf wenige von euch zutrifft. Und es gibt einen etwas komplizierteren Weg, der auf die meisten von euch zutrifft. Für die Lösung müssen wir also 2 Fälle unterscheiden. Im ersten Fall habt ihr die E-Mail-Adressen schon hinterlegt in eurem Zoom-Account von allen Teilnehmern, die an den Breakout-Sessions teilnehmen sollen und die vorkonfiguriert werden sollen. Und im zweiten Fall wisst ihr zwar die E-Mail-Adressen, aber diese sind nicht in Zoom, in eurem Account eingetragen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in Zoom an. Los geht's. Bevor wir richtig loslegen, ein wichtiger Punkt noch in den Einstellungen. Müsst ihr vorher sicher gehen, dass unter Breakout Rooms auch die Option aktiviert wurde. Ich suche es hier jetzt mal gerade für euch, dass ihr vorab die Breakout Rooms bestimmen könnt. Das muss man nämlich erstmal aktivieren. Und es ist ganz weit unten. Hier habe ich es inzwischen gefunden. Es geht um dieses Häkchen hier. Ja? Host kann Teilnehmer bei der Planung den Pausenräumen zuordnen. Das bitte aktivieren. Und jetzt geht es ja um den einfachen Fall, bei dem ich bereits alle Teilnehmer in meiner Benutzerkontenverwaltung eingetragen habe. Finde ich hier unter Benutzerverwaltung Benutzer. Ich habe hier schon 2 Dummy-Accounts. Das hier bin ich. Das sind meine Dummy-Accounts eingetragen. Diese beiden werden meine Teilnehmer für das Meeting sein. Der eine wird dann wieder am iPad und der andere am iPhone zugeschaltet werden, wie ihr das schon von anderen Videos von mir kennt. Jedenfalls, es sind alle Teilnehmer bereits bekannt und hier in dem System eingetragen. Jetzt gehe ich auf ein Meeting planen und scroll ganz runter, ganz zum Ende. Und ihr seht, hier gibt es diese Checkbox für Vorauswahl des Breakout-Raums. Hier auf Räume erstellen. Ihr seht hier auch noch ein paar Details. Also es können bis zu 50 Breakout-Räume angelegt werden und insgesamt 200 Teilnehmer können zugewiesen werden. Ich klicke auf den ersten Raum, eröffne also den Breakout Room Nummer 1 und füge den ersten der Dummy Accounts hinzu, David N, und mache gleich noch einen zweiten Raum. Und im zweiten Raum ist dann der zweite Account. Wenn ich jetzt zufrieden bin, speichere ich das und kann es auch jederzeit wieder neu bearbeiten und hier auch die Zuordnung ändern. Ich kann also jetzt hier immer noch verschieben, nach oder entfernen klicken, wenn mir diese Zuordnung nicht gefällt. Wenn jetzt wie hier alle E-Mail-Adressen bereits bekannt sind, weil sie in Zoom-Konto schon eingetragen sind, dann wäre der Fall hiermit schon erledigt und wir könnten in die nächste Stufe gehen, im Meeting den Breakout-Room starten, dann könnt ihr das sehen. Aber wir haben ja noch den zweiten Fall. Was, wenn diese Adressen nicht eingetragen sind bei euch? Auch dann gibt es eine Möglichkeit. Wenn ihr in eurer Benutzerverwaltung nämlich noch nicht die Konten eingetragen habt, die alle an dem Meeting teilnehmen sollen, dann müsst ihr die über eine CSV-Datei importieren, ja. Und die Vorlage dazu bekommt ihr hier. So, die schauen wir uns jetzt mal gleich gemeinsam an. Hier ist also die Vorlage jetzt letzten Endes und ihr seht, das ist also ein relativ simples File. Ich werde jetzt einfach die beiden Dummy-Accounts eintragen, die ihr eben schon gesehen habt und dann schauen wir mal, ob das automatisch richtig erkannt wird. So sollte das dann eigentlich aussehen mit dem ausgefüllten Template. Wichtig ist, ihr solltet nicht die erste Zeile löschen. Die soll genauso bleiben, wie sie ist. Wir speichern das jetzt ab und laden es hoch und dann schauen wir mal, was passiert. Und zwar ziehe ich dazu jetzt einfach die Datei, die ich eben generiert habe, hier in das Feld. Und wir sehen, es wurde ein Raum, Room Number One, geschaffen mit dem Teilnehmer admin at Neumann Digital und ein zweiter Raum mit der zweiten Adresse. Das ist also genauso, wie wir das eben auch schon erreicht haben. War also gar nicht so schwer. Ich speichere das hier und jetzt wollen wir natürlich auch noch sehen, ob das Ganze auch funktioniert. So, nun bin ich hier in meinem Zoom-Meeting und habe es jetzt also auch geschafft, die beiden Kollegen einzuladen. Wichtig ist dabei, damit das funktioniert, diese Teilnehmer müssen sich natürlich auch mit dem entsprechenden E-Mail-Konto anmelden,
das ihr vorher eingetragen habt. Und wenn ich hier jetzt auf Breakout Session klicke, dann sollten sich hier meine vorkonfigurierten Räume finden. Genau, Room 1, Room 2 mit den beiden Teilnehmern. Und ich kann jetzt einfach die Session starten. Das ist hier ein bisschen abgeschnitten, aber das macht nichts. Und jetzt werden die automatisch verschoben. Und jetzt sieht man anhand der grünen Lämpchen, dass beide in dem jeweiligen Breakout-Room jetzt vorzufinden sind. Also hat funktioniert, ist ein bisschen Arbeit, aber eigentlich auch gar nicht so schwer. Wenn euch das Video weitergeholfen hat und ihr gerne noch mehr Tipps und Tricks zu Zoom und zu anderer Software sehen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo hier und dann sehen wir uns auch ganz sicher wieder am kommenden Freitag mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und sage ciao, euer David.